Willkommen zum Spiel LASK gegen Altach. Die Altacher zählen ja heuer auch zu den positiven Überraschungen. Bis jetzt in der Meisterschaft könnten sich heute sogar unter die Top 6 positionieren. Der LASK mit einer durchwachsenen Saison. Zuletzt gab es auch zwei Niederlagen. Das 1:2 gegen den WRC im Europacup. Die Auswärtsniederlage gegen Toulouse. Wir haben hier das einzige Tor in dieser Partie. 0:1. Schwer deshalb auch die bisherige Arbeit von Trainer Thomas Sageder zu beurteilen. Wir haben uns deshalb einen Vergleich angesehen von Vorgänger Didi Kübauer und haben da uns angeschaut die ersten 9 Partien. Da sehen wir, unter Kübauer gab es 3 Zähler mehr in der Meisterschaft und auch viele Tore mehr erzielt, allerdings auch mehr erhalten. Das also dieser Vergleich. Wie auch immer, um vorne dran zu bleiben, sollte man aber allerdings heute auf jeden Fall einen Heimsieg feiern, Oliver Polzer. Altach kommt ein statistischer Punktelieferant nach Linz. In 24 Duellen gab es erst 2 LASK-Niederlagen. Die Linzer sind ja in dieser Saison zu Hause auch noch ungeschlagen. Thomas Sageder bringt als Roma-Leihgabe Eprima Darbö im Zentrum von Beginn an. Und Thomas Geuginger, letzter LASK-Torschütze in einem Pflichtspiel und zuletzt 6-mal Edeljoker, heute vom Start weg dabei. Bei Altach ist der Atenuhio nach seiner Sperre wieder dabei, soll für mehr Offensivgefahr sorgen als Solospitze. Das tun aber zu Beginn dann andere. Die 3. Minute, Altach über die rechte Seite, Ingolic gut im Luftduell und dann Christian Gebauer mit einer tollen Flanke. Da ist Jurcic ganz alleine und gleich zu Beginn trifft er hier die Latte. Die Altacher in der Startphase mit sehr viel Druck. Jurcic völlig unbedrängt hier zum Abschluss. Und der LASK hat Glück, dass man hier nicht gleich einen Treffer kassiert. Ab der 15. Minute übernimmt dann der LASK die Spielregie. Flecker fängt einen Ball von Kukanik ab und dann ist es Darbö, der Stojanovic auf der anderen Seite testet. Stojanovic gewohnt sicherer Rückhalt bei den Altachern. 25. Minute, Innenverteidiger Andrade unter Druck, verspielt ein wenig Fadinger. Gebauer will Nuhio bedienen und dann ist es Lukas Jäger, der Torhüter Tobias Laval auf die Probe stellt, der zentral muss nicht allzu viel machen. 28. Minute, Altach. Und dann ist es Flecker vom LASK, der dieses Laufduell mit Jan Jurcic verliert. Der zieht aufs Tor und will das Ganze alleine machen. Tobias Laval wieder mit einer super Abwehr. Das ist schon der 3. Schuss von Jurcic aufs LASK-Tor. Gute Möglichkeiten, aber kein Treffer. Eine halbe Stunde in etwa ist gespielt. Geuginger probiert selbst, zieht auch ab aus Spitzenwinkel. Stojanovic auf der Position, aber ähnlich gut wie auf der anderen Seite Laval. Dann ein Eckball. Geuginger, der Ball kommt ins Zentrum zu Andrade. Sein Kopfball aber auch zu zentral aufs Tor. Stojanovic wieder sicher. Es tut sich, was die Torhüter haben zu tun. Schön fürs Publikum. 34. Minute. Altach dann mit einer Flanke von Kukanik auf der linken Seite. Nuhio im Strafraum, aber schon in schlechter Position. Coach Joachim Standfest muss zur Pause nicht laut werden. 0:0. 9.800 Fans sehen auch in der zweiten Hälfte geforderte Torhüter. In der dann schon 61. Minute die Altacher über links, Jurcic und Fadinger testet Laval. Der steht richtig, macht alles richtig und weiterhin steht es 0:0. Auf der anderen Seite, nur wenige Minuten später, ist es wie so oft Robert Schull, der es ähnlich probiert. Sein Abschluss von Torhüter Stojanovic auch wieder gut gehalten, der hält weiterhin dicht. Der LASK dann in der Folge mit sehr viel Druck. Altach kommt selten aus der eigenen Hälfte. Aber wenn, dann wird's gefährlich. Strauß von links hinten per Kopf. Nur hier weiter auf den eingewechselten Dominik Reiter. Der auch stark gegen Andrade. Mit etwas Pech trifft er hier nur die Stange zum 2. Mal Metall. Dann die 82. Minute. Die eingewechselten LASK-Spieler Bahr und Mustafa auf der linken Seite. Der Ball kommt zu Geuginger. Der legt ab für Robert Schul. Kurze Drehung und dann steht es 1:0 für die Gastgeber in Linz. Lange hat es gedauert, mühsam war es bis dorthin.
De Lask nach personellen und taktischen Umstellungen erfolgreich. Kein Abseits, der Ball auf der Seite dann gut verteidigt. Die eingewechselten Spieler und ein verlässlicher Geuginger. Schul mit seinem vierten Bundesliga-Saisontor. Zum zweiten Mal trifft er da bereits in seiner Karriere gegen die Altacher. 1:0 in der 82. Minute. Dann sind wir schon in der Nachspielzeit. 93. Minute, der Lask. Nochmal kommt der Ball zu Schul. Aber daraus wird nichts. Letztendlich ein Eckball. Der bleibt aber ohne Folgen. Mehr geht nicht. Der Lask gewinnt mit 1:0. Matchwinner ist Robert Schul, ein absoluter Punktegarant. Wenn er trifft, hat der Lask noch nie verloren. Die Interviews von Dennis Pankowski. Uns war der richtige Last vor die Schultern. War ein hartes Stück Arbeit. Wir haben dran geglaubt. Sind einfach locker geblieben, haben an unsere Stärken geglaubt und sind am Ende des Tages dann auch belohnt worden. Wenn du die letzten Spiele von Altach gesehen hast, eine Mannschaft, die sehr, sehr gut verteidigt, die sehr tief verteidigt, die wenig Räume anbietet. Keine Mannschaft dabei war, die richtig an die Wand gespielt haben. Und da heißt es auch im Spiel, einfach Geduld zu haben, das vorzubereiten und irgendwann dann zuzuschlagen. Und das haben wir heute geschafft. Wir haben wirklich eine richtige gute Leistung gebracht. Wir waren top. Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt, der wahrscheinlich weit über uns zu stellen ist. Wir haben richtig oder wahrscheinlich sogar die besseren Chancen gehabt. Und ja, es tut jetzt einfach weh, aber das zeigt halt wirklich, dass wir eine gute Truppen benannt haben und auf einen richtig guten Weg sind. Der Lask bleibt zu Hause ungeschlagen, holt einen knappen 1:0-Sieg gegen Altach. Die Vorarlberger müssen in einem starken Spiel mit zwei Aluminiumtreffern nach vier Pflichtspielen die erste Niederlage akzeptieren.